Ich glaube, ich habe richtig viel Damage gemacht. Der Versuch zählt. Schön. Mir ist da die Munition ein bisschen zu schade, Meister. Ich glaube, meine AK, die kommt nicht so weit. Ah, oh, Tobi wird gerade umgebracht. Oh. Aus 8 Metern. Der M16A2, ist das nicht so eine Burst-Waffe? Ja. Genau. Aber man muss sagen, Peter, ich weiß nicht, ob du die gespielt hast. Ich finde persönlich die M4s und M16s einfach nur super stark hier. Also nicht auf dem Server, sondern in dem gesamten Spiel. Die machen nicht so viel Schaden, aber die sind extrem zielgenau. Mayo hat gerade jemanden getötet. Mit der M40A3 aus 1500 Metern. Was? Entschuldigung, aber was? Da war offenbar gerade ein richtig harter Kampf. Ja. Tobi ist natürlich draufgegangen übrigens. Das war schon mal klar. Tobi war vorhin richtig sauer, weil Mayo ein Auto kaputt gefahren hat und die beide gestorben sind dadurch. Oh mein Gott. Deswegen fällt ja bei uns auch mal der Tobi, damit der keinem die Schuld zuschieben kann. Mhm. Das darf man Tobi jetzt natürlich nicht sagen, aber das könnte auch der Grund dafür sein, dass er die meisten Autos zerstört, weil er immer fahren muss. Nein, Quatsch. Nein, Tobi das, macht das siehst du komplett falsch. Das hat damit nichts zu tun. Ich möchte mir das noch anmerken. Meine erste Idee war übrigens, das Lager hier vorne aufzubauen, hinter diesen Stangen. Weil das ist zwar ein bisschen, wie soll ich sagen, absurd, aber im Endeffekt ist das... Oh nein, Kevin wird umgebracht. Im Endeffekt ist das ein guter Sniper-Schutz hier, diese ganzen Stangen. Wenn man ich weiß nicht, ich muss sagen, ich würde es echt nirgends von der Nähe aufbauen, wo Bäume sind. Weil wir haben das an den anderen Clans gesehen, die wir immer bekämpft haben. Ah, oh, ja gut. Überall, wo Bäume sind, ist echt ein schlechtes Zeichen. Vor allem, die können ja auch da oben auf... Ja, okay, auf dem Berg ist sehr unwahrscheinlich, aber zum Beispiel auf den Silos kämpfen. Ja, aber guck mal, hier sind über diese Stangen und die fangen die Kugeln ab. Okay, die fangen die Kugeln ab. Aber ich finde, trotzdem wegen den Bäumen wäre das ein großes Problem. Ja, wir finden, glaube ich, nie wieder so ein ultimativ baumloses Plätzchen hier unser Strand. Ich will zu weit vorlaufen. Sorry, ich habe gerade ein bisschen geträumt. Setz mich hier hin, okay? Weil diese Stangen, stimmt schon, das gibt extrem guten Schutz. Ich glaube, einfach vor Fahrzeugen ist man da sicher. Mhm. Allerdings stören die nicht auch, wenn man sich verteidigen will? Also... Hat ja mal zwei Seiten so eine Medaille, oder? Genau. Ja, schon. Stimmt schon, ja. Ja, aber ich würde sagen, wir bauen irgendwo das Lager auf, wo kein Baum in der Nähe ist. Und du hast ja schon gesagt, du hast dir einen Spot ausgesucht. Da haben wir nur ein Problem. Da steht schon ein Haus. Ist schon kein Problem, ne? Ja, ich bin dafür, wir klopfen mal höflich an und fragen, ob wir uns da anschließen können. Wir fragen ihn immer, ob er das Recht des Stärkeren kennt. Dann bauen wir da überall unsere Häuser hin. Na, so weit müssen wir natürlich erstmal kommen. Ist hier theoretisch, also würde es ein guter Schütze mit einer entsprechenden Waffe schaffen, von dem Berg aus hier hinzuschießen? Wenn du stehst. Also, du schaffst zu töten. Ja, aber das es ist hart unwahrscheinlich. Wenn wir so rennen wie jetzt, dann muss schon jemand einen sehr guten, glücklichen Schuss abgeben, um es zu töten. Also sobald du stehen bleibst, einmal kurz auf den Nestor gehst oder so, kannst du davon ausgehen, dass du tot bist. Ja. Da sind, ich würde schätzen, 800 Meter. Ja, ja. Und aus da, die sind schon deutlich, ja, sag ich mal, von der normalen Channel-Map kenne ich Kills aus einer höheren Distanz. Also am Laufen eher unwahrscheinlich, aber im Stehen oder im Sitzen oder wenn du etwas lootest, kannst du davon ausgehen, dass du vom guten Schützen getötet wirst. Ja, zum Beispiel von Daniel einfach. Oder Tobi. Oder von Mucka natürlich. Oder von Peter, selbstverständlich. Du machst einfach mit der M4 einen Kill über 1500 Meter, geht natürlich auch voll klar. Ja, von M40 übrigens. Ah, muss M40, sagen. Oh, sorry, da habe ich mich verlesen. Ich dachte eigentlich, was macht der denn jetzt für verrückte Sachen? Weil ich habe gesehen, auch die Serverregeln wurden geändert. Man darf jetzt kein Kamikaze mehr mit dem Flugzeug machen. Das ist schon mal schlecht für Bram. Ja. Ich kann jetzt hier immer übrigens mal offiziell hier mit diesen Gerüchten aufräumen, von wegen Bram würde Muna nicht mögen oder so, das ist absoluter Bullshit. Ich habe heute nochmal mit dem darüber gesprochen, der hat einfach gesagt, der hat auf DayZ generell aktuell überhaupt gar keine Lust. Der wollte da auch nochmal einen Facebook-Post drüber schreiben. Deswegen kommt ihm dort ganz gelegen, dass ich neue Mitstreiter gefunden habe. Er meinte sogar, dass viele von euch recht häufig auch bei unserem Community-TS sind und keine Ahnung, irgendwas zocken, also Percy oder so, also da gibt's irgendwie kein Beef, also ihr müsst da jetzt hier nicht mit euren komischen Theorien ankommen. Genau, also ja, Gerüchte, die kommen schnell auf.
Ihr spielt das ja auch schon ziemlich lang, ne? Ihr beiden? Ewig, wirklich, ja. Da darf man noch keine Lust haben. Kein Problem. Dentinon, ja, vor allen Dingen, also, ja. Ich muss dann ja nicht jetzt alleine spielen, ne? War ja echt ein glücklicher Punkt, dass wir uns dann nach Guffbrich rechtzeitig gefunden haben. Weil genau. Mir wird's irgendwie nicht langweilig, dieses Spiel. Ich weiß auch nicht. Was mich immer an diesem, das Spiel, sag ich mal, fasziniert ist, diese, sag ich mal, kann man schon Sucht sagen, etwas zu finden, so etwas zu erreichen und auch wie immer wieder, sag ich mal, etwas zu verlieren. Das ist immer, also es legt immer wieder an, von neu anzufangen, wenn man verliert. Das ist eigentlich das Beste. Wenn man stirbt, dann verliert man alles, permanent. Da gibt es dann keinen DLC, der einen dann irgendwelche Boni gibt oder keinen Pre-Order-Bonus oder dann eine neue Waffe bekommst jedes Mal, wenn du spawnst oder so. Alter, ohne Scheiß, wir haben ja Grid gezockt, ne? Grid 2 ist so ein Rennspiel. Und da, Muka lacht schon, ey, da konnte man sich halt auch ein paar Autos per DLC holen und hat damit einfach alle anderen Noobs abgezogen. Wir haben uns so stark darüber aufgeregt. Außer Hardy, der hat sich die DLCs dann einfach gekauft und hat einfach mitgespielt. Weil das ist natürlich das Schlimmste, was man machen kann, meiner Meinung nach. Einfach den Entwicklern zustimmen und sagen, ja gut, dann kaufe ich mir halt die DLCs. Dann denken die sich natürlich, ja klar, warum nicht? Funktioniert, dann machen wir das ab jetzt immer so. Ja, aber das ist das Hauptproblem, womit die ihr Geld verdienen. Weil es gibt halt immer diese Leute, denen gefällt das Spiel, die deswegen möchten die dann mithalten. Oder die spielen das an, sehen, oh... sehen, ja okay, auch wenn die nicht, sag ich mal, etwas schlechter sind, sehen, oh, das ist ein cooles Auto, das fährt doppelt so schnell als meins, muss ich fahren, weil ich da mithalten möchte. Dann kaufen die sich das und dann kommt nächste Woche wieder ein neues. Und das ist so ein, sag ich mal, nie endender Laufkreis oder, ja. Die MOBA-Spiele können das, glaube ich, auch ganz gut. Genau, das ist ja zum Beispiel bei League of Legends, was ich so bemängelt habe an den Spielen. Oh ja, ich habe nichts gegen League of Legends, also ihr müsst mich nicht haten. Außer die Bemängelung hier. Aber da ist es, wo ich es gespielt habe, wirklich so gewesen, da kam jede zwei Wochen ein neuer Hero, oder dort heißt der Champion, und dieser, sag ich mal, Hero-Champion war immer stärker als alle anderen. Und den konnte man erstmal nur gegen Echtgeld erwerben. Und dann haben die ihn alle gekauft und dann wurde er genervt, ne? Genau, dann haben die ihn alle gekauft, dann wurde er nach einer Woche genervt, sodass der useless war und nach einer Woche später kam wieder der nächste. Und das war immer wieder so. Ja. Und Valve wird das bei Dota anders machen, oder was? Genau. Ja, wir sind ja ziemliche Dota-Fans, deswegen sind wir nicht hundertprozentig objektiv. Also, wenn wir so objektiv wie möglich bleiben, dann können wir auf jeden Fall sagen, bei Valve kann man sich nur Sachen kaufen, die kosmetisch sind, für die Dota-Helden. Also, das heißen die Champions einfach Helden. Und dann haben die einfach einen Hut auf, der ein bisschen glüht, oder haben die eine neue Robe an. Aber im Endeffekt verändert das überhaupt nicht das Spielverhalten oder so. Also, man kann sich also gar keine Helden zusätzlich kaufen. Die sind alle Helden von Anfang an frei verfügbar. Genau. Da bin ich ja mal gespannt, ob das langzeitmotivationstechnisch funktioniert, wenn es da nicht immer wieder neue Helden gibt. Außer die patchen halt free-to-play, einfach kostenfrei immer welche rein. Das können sie natürlich auch ganz gut. Also Spiele einfach immer weiter verbessern und patchen, ohne dafür Geld zu nehmen. Siehe Team Fortress 2 beispielsweise. Genau. Und die wurde 2 ist ja auch nur so groß geworden wegen den Hüten. Richtig, das ist auch nur rein kosmetisch, aber es funktioniert ja auch absolut. Also die Spieler sind tatsächlich bereit dazu, ein bisschen was Geld auszugeben, wenn das Spiel an sich schon nichts kostet und die da unwahrscheinlich viel Spaß mit haben und da einfach mal für ein bisschen optische Abwechslung sorgen können oder einfach Personalisierung. Ja. Sag mal, wie weit ist denn das noch bis da, wo wir hinwollen? Wir laufen jetzt schon eine halbe Stunde. Noch ein, zwei Städte. Ja, 300 Meter. 300 Meter noch. Nee, wir sind gleich da schon. Achso, das ist schon die Stadt. Okay. Ja, genau. Um die Kurve wieder zu DayZ zu bekommen. Und jetzt stell dir mal vor, dieses Spiel hätte auch diese ganzen Features. Keine Ahnung. So wie in diesem anderen Spiel, Warzy oder Infestation, wie es jetzt heißt. Da muss ich aber sagen, es gibt sogar einzelne Server, die sowas machen. Die sagen, ihr könnt uns Geld spenden. Ich finde Spenden natürlich immer gut, wenn jemand das freiwillig macht. Das ist super für die Server, weil für die Admins kostet das natürlich, hier sowas zu betreiben. Ich bin mir auch sicher, auf dem Server, wo wir spielen, die würden sehr gerne ein, zwei Spinnen bekommen, weil die geben ja dafür monatlich Geld aus und die bekommen ja nichts dafür. Also die machen das alles für ihre Community auf die eigenen Kosten. Aber da gibt es noch ein paar Server, die sagen so, ja, die nutzen, sag ich mal, das so als einen kleinen Vorteil für sich aus, die werben damit, dass man zusätzliche Skins zum Beispiel bekommt. Das heißt, alle Spender bekommen so ein Skin und starten zum Beispiel mit einer Waffe oder so von Anfang an. Sowas. Weißt du, mit einem Skin finde ich ja auch alles okay, aber mit einer Waffe ist natürlich da schon wieder ein bisschen was anderes, war. Und das sind natürlich Server, auf denen wir nicht spielen. Genau, da sind aber auch meistens die Server, wo die Admins alles abusen, was man geht. Also. Ganz genau. Ja. Wollen wir hier noch einen Blick reinwagen oder nicht?
Ja, natürlich, wir brauchen noch ein bisschen Industrial-Zeug. Wir brauchen also ziemlich viel Forcing, quasi nichts mitnehmen kann. Nebenbei, ich muss sagen, das ist hier extrem groß, das Industriegebiet. Damit hätte ich nicht gerechnet. Hier und waren wir schon so gut wie da. Wir genau, sind schon so gut wie da. Willst du das Lager da aufschlagen, wo wir schon mal waren, wo schon ein Lager war? Ganz genau, ja. Wo wir mit dem Schiff vorbeigefahren sind? Ja, ganz genau. Da haben wir das Schiff dran kaputt gemacht. Ja, stimmt. Also, oh, hier ist Reinforcing Material. Dann hast du das Schiff nein, am Arsch! Ich habe meinen Unfall mit dem Schiff schon früher gemacht. Doch, natürlich. Das war da. Peter, wirklich. Peter, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du das warst. Ja, eben. Nee, Moment. Das mit dem Schiff, da bin ich gegen den Baum gefahren. Da sind wir hier noch nicht angekommen. Ja, das war der erste Unfall, Peter. Ja, danach bin ich aber nicht mehr gefahren. Doch, ich kann mich ziemlich genau daran erinnern, dass du noch mal fick dich einfach! Mein Gott, geht mir auf die Eier. Reinforcing Material im ersten großen, in der ersten großen Halle. Ja, nimm das mal mit für den Fall, dass du wieder das kaputt machst. Ich hab keinen Platz mehr. Reinforcing Material in der zweiten großen Halle. So, ich kann hier nur Sachen spotten, ich kann nichts mitnehmen. Okay. Der Daniel ist hier unser Schleppesel. Ja, wir müssen ihn beauftragen, hinzukommen und einzusammeln. Tüt, ich komm schon. Wir markieren sozusagen die Gebiete. Drei schön. Peter, wir haben da eben zwei Bärenfallen gefunden. Möchten wir die hier mal testen? Hast du die mitgenommen? Eine habe ich mitgenommen. Also ich glaube, ich habe die eben abgenommen. Das wäre der Hammer. Ja, Bärenfallen gefunden? Genau, wir waren eben in einer Scheune, da haben wir zwei Stück gefunden. Oh, das letzte Mal, als ich eine aufgestellt habe, bin ich immer selber reingelaufen, die hat nichts gemacht. Ja, das war ja leider zeitlang buggy, dass die nur auf dich selber aktiv werden konnte. War sehr lustig. Wir begrüßen alle ganz herzlich Tobi. Hallo. Hallo Tobi. Ah, wir hatten bis eben ein Gefecht, Jungs, tut mir leid. Also, ich hab gesehen, du bist gestorben, Peter. Peter, sag ich schon. Tobi? Aha! Ja. Aha! Ah. Ich wollte dich nicht beleidigen, Peter, Entschuldigung. Wir haben 10 Leute getötet und im Endeffekt sind wir jetzt alle gestorben. Oh. Ja, traurig. Leider. Aber wir haben so viel. Oh Gott, ey, ich versuche gerade wieder hinzukommen. Da waren so viele Waffen und so viel Reinforcement und sowas alles, ne? Ey, wir haben schon fast ein Haus fertig gehabt, sozusagen. Die Gier wir wollten, in deinen nee, Blick. Wir waren ja auf dem Weg zu euch und wir wurden ständig unterwegs beschossen und haben alles ausgeschaltet, was uns da beschossen hat. Bis eben gerade. Da haben wir einen Gyrokopter gesehen, wollten den tanken und dabei wurden wir halt überfallen, sozusagen. Von den Typen, von diesen Typen, die wir schon die ganze Zeit erschossen haben heute. Da bin ich ja nur froh, dass du das alles aufgenommen hast. Ja, ich auch. Daniel, in der Nebenhalle ist auch nochmal ein Reinforcing Material. Du hast das aufgenommen, oder? Ein bisschen davon aufgenommen, ja. Wir haben auch ein NPC hier runtergeholt in der Zwischenzeit und so wird alles, ey. Wir haben richtig viel Action erlebt. Wow. Ja. Mario ist jetzt AFK gegangen, der will Gewitter gucken. Gewitter gucken! Ja. Er ist jetzt Gewitter auf dem Balkon gucken gewesen. Es donnert auch bei mir gerade ganz fürchterlich. Also Mario sagt, bei ihm ist Hölle auf Erden, sagt er. Ja, Gewitter richtig ist doll. Auch mal so ein richtig schönes Gewitter, ist auch nett zum Ansehen, finde ich. Jo. Ein richtig schönes Gewitter, ist schön zum Ansehen. Ja, danke für die Wiederholung, Tobi. Immer wieder gut, dass wir dich dabei haben. Ich finde so ein Gewitter, ein richtig schönes Gewitter, richtig schön anzusehen. Ja, das ist nochmal zum Verinnerlichen so. Ein schönes Gewitter ist doch schön. Ja. Ich also weiß schön. Nicht, wo ihr wohnt, aber bei mir hat bis eben die Sonne geschienen. Ja. Das ist eben gerade. 100 Kilometer auseinander, Mucke, also vielleicht kommt das gleich rübergezogen. Ja. Bist du gerade so ein Auto lang gefahren? Ich sehe dir Stau. Ich habe dann nicht mitbekommen, dass da ein Auto hergefahren ist, muss ich zugeben. Ja, auch nicht. Können wir uns zu dem Platz begeben, wo ich das Ding aufbauen möchte? Leute, ich werde beschossen! Ja, Auto ist hier lang gefahren. Ich komme helfen, Peter. Ja, scheiße, ich wollte natürlich gerade meinen mein Binocular ziehen. Ich ziehe noch meinen Binocular, ich werde immer noch beschossen. Diese AK Cobra. Jetzt bin ich tot. Bist du das? KS, Leute. Okay. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wie lang die Animation geht. Peter, ich sehe den. Bitte? Ich sterbe hier gleich, ich muss mich verbinden. Brauch deine. Oh Gott. Ich glaube, ich bin tot. Kein Problem, Leute. Haltet durch. Ich habe nämlich den SUV von denen geklaut jetzt. Ich steige jetzt in den SUV ein. Ich bin tot, der hat mich umgebracht. Okay, ich bin im SUV eingestiegen und fahre jetzt weg. Ich komme euch abholen. Schön. Und an unserem Standard-Spawn-Punkt. Ey, ich hab meinen schönen großen Rucksack verpasst. Kameni meinst du, ne? Genau. Ist der Platz immer noch da, wo wir vorhin gesagt haben, dass er da ist? Oder ist das ein bisschen Bonus? Ja, der ist jetzt genau da, wo der wir müsste immer noch da sein, ja. Da eben während des Ladens unterbreche ich kurz die Aufnahme und tu mir was zu trinken. So. Ach, du nimmst gar nicht auf? Ne, ich hab gerade nicht aufgenommen. Oh, okay. Ali Blei.